In diesem Video beschäftigen wir uns mit drei Fails und einer Heldentat des Deutschen Bundes. Und wenn ihr jetzt nicht so genau Bescheid wisst, gar kein Problem, dafür gibt es dieses Video. Jetzt erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst. Was genau ist denn jetzt der Deutsche Bund? In dem Vertrag, der beim Wiener Kongress rauskam, hier gibt es das Video dazu, hat man das so festgehalten. Der Deutsche Bund ist ein völkerrechtlicher Verein der deutschen souveränen Fürsten und freien Städte. Der Deutsche Bund, das ist also Deutschland. Irgendwie. Aber es ist ja von keinem Staat die Rede und nicht einmal von Deutschland, sondern es heißt Verein, nicht Staat. Der Bund ist auch nicht wie die Bundesrepublik Deutschland ein Bundesstaat, also ein Gesamtstaat, in dem die Länder bestimmte Rechte haben. Der Deutsche Bund ist ein Staatenbund. Jedes Land ist erst einmal selbstständig. Die einzelnen Staaten bzw. die Oberhäupter dieser Staaten, die Könige und Fürsten, sprechen sich nur untereinander ab, wo und wie sie gemeinsame Sachen machen wollen. Es ist also ein recht lockerer Zusammenschluss. Das ist allen recht, denn weder der König von Preußen, noch der Kaiser von Österreich, noch die Bürgermeister der Stadt Hamburg wollen sich von den anderen Mitgliedern des Bundes in ihre Politik reinreden lassen. Unzufrieden sind aber viele Bürger. Die wollen nämlich etwas völlig anderes. Einen deutschen Nationalstaat. So wie Frankreich oder England. Genau das ist der erste große Fail. Der Deutsche Bund ist kein Nationalstaat. Viele Menschen in Deutschland sind deswegen von den Ergebnissen des Wiener Kongresses enttäuscht. Aber wer gehört jetzt alles zum Deutschen Bund dazu? Naja, zum Bund gehören die deutschen Großmächte, Preußen und Österreich. Aber nur zum Teil, denn die Gebiete Preußens und Österreichs, die nicht dem Alten Reich angehört hatten, die spart man aus. Ihr seht, es sind nur Teile der beiden Staaten im Bund. Dafür sitzen die Könige von England, Dänemark und den Niederlanden mit am Tisch. Denn jeder dieser Herrscher ist auch Herrscher eines deutschen Landes. Hannover gehört zum Beispiel zu England. Und da der Deutsche Bund ja ein Zusammenschluss der Herrscher ist, gehört der Herrscher Hannovers, der König von England, auch dazu. Entscheidungen trifft die Bundesversammlung. Man sagt auch der Bundestag, der in Frankfurt zusammentritt. In der Versammlung haben die einzelnen Herrschaften, je nach Bedeutung ihres Landes, mehr oder weniger Stimmen. Den Vorsitz in der Bundesversammlung führt Österreich, bzw. der österreichische Kanzler Metternich. Der hat ja auch schon den Wiener Kongress geleitet. Viel zu sagen hat der Deutsche Bund allerdings nicht. Denn die einzelnen Staaten entscheiden, wie gesagt, selbst, was sie tun und was sie lassen wollen. Und weil jeder König eifersüchtig darauf achtet, dass man ja nichts gegen ihn entscheidet, passiert im Bund politisch auch wenig. Der zweite große Fail: Der Deutsche Bund ist kein liberaler Verfassungsstaat. Die Bürger sind nämlich enttäuscht. Enttäuscht darüber, dass es keinen deutschen Nationalstaat gibt, aber auch enttäuscht darüber, dass es keine neue Gesellschaftsordnung gibt. Denn das wollen sie eigentlich. Auch die deutschen Bürger möchten mitreden, was im Staat passiert. Parlamente, Verfassungen, die die Herrscher binden und ihre Macht beschränken. Die Gleichheit vor dem Gesetz. Die Menschen wollen Bürger sein und keine Untertanen. Aber in den Gründungsvertrag des Deutschen Bundes hat man reingeschrieben, der Souverän ist nicht das Volk, sondern der Fürst. Einige deutsche Einzelstaaten haben zwar Verfassungen und Parlamente, aber der Grundsatz der Gewaltenteilung, wie er in den USA verwirklicht war, der ist da nicht festgeschrieben. Natürlich meckern die Leute darüber, aber, muss man dazu sagen, das ist gefährlich. Bürger, die mehr Rechte fordern, werden von der Obrigkeit ganz gezielt verfolgt. Die Presse, die Zeitungen, die es damals schon gibt, die dürfen nicht frei berichten, sondern sie werden zensiert, also von staatlichen Stellen überwacht. Ihr könnt euch das im Video über den Vormärz ansehen, das oben verlinkt ist. Die Bürger empfinden den Deutschen Bund als rückständig. Und tatsächlich passiert da auch nur wenig. Und das, was sich in den einzelnen deutschen Staaten tut, ist im Vergleich mit den anderen europäischen Ländern auch nicht sehr fortschrittlich. Besonders nicht in der Wirtschaft. Und das ist der dritte Fail. Europa boomt damals ziemlich. Die Bevölkerung wächst. In England wird schon in Fabriken produziert. Eisenbahnen fahren das Land rauf und runter. Aber Deutschland hinkt hinterher. Welche Hindernisse es für die Wirtschaft gibt, das könnt ihr an diesem Vergleich hier erkennen. Heute kann man von Griechenland bis Irland und von Süditalien bis ins Baltikum Handel treiben. Das liegt an der EU. Überall zahlt man mit demselben Geld, es gibt gar keine Hindernisse für Waren und auch die Menschen können arbeiten und leben, wo sie wollen. Damals im Deutschen Bund ist es ganz anders. Schon wenn man seine Ware von Frankfurt nach Hamburg handeln will, muss man mehrfach Zoll bezahlen. Immer wieder Geld wechseln.
Und dann sind auch noch die Maße unterschiedlich. Ein Eimer Bier ist in Frankfurt zum Beispiel nicht so groß wie anderswo. Ein Hauptproblem im Deutschen Bund ist der Dualismus zwischen Preußen und Österreich, also der Wettstreit der beiden großen Mächte um die Vorherrschaft. Formell führt Österreich den Bund an, aber Preußen will mindestens ebenbürtig sein. Politisch ist es schwierig. Deshalb kämpft Preußen sozusagen an der wirtschaftlichen Front. Preußen hat das große Problem, dass sein Staatsgebiet ziemlich zersplittert ist. Wenn man von Westpreußen nach Ostpreußen will, dann muss man mehrere andere Staaten durchqueren und jedes Mal Zoll zahlen und so weiter und so fort. Deshalb will Preußen unbedingt ein einheitliches gemeinsames Zollgebiet schaffen. Österreich aber ist ein ziemlich kompaktes Land und was Preußen schadet, das nutzt Österreich. Also blockiert der Kaiser in Wien eine Zolleinheit. Der politische Gegensatz, der verhindert Fortschritt. Erst im Jahr 1834 gelingt die Gründung des Deutschen Zollvereins. Und diesem Zollverein gehören alle Staaten des Deutschen Bundes an, bis auf Österreich. Das sind also die drei Fails des Deutschen Bundes. Kein Nationalstaat, kein Verfassungsstaat, keine Wirtschaftseinheit. Vor allem, weil die Bürger so unzufrieden sind, empfinden sie den Deutschen Bund als Abklatsch, als schwach, als fehlerhaft. Und diese Sicht der Dinge hat sich eigentlich bis heute gehalten. Wer kennt schon noch den Deutschen Bund? Genau, fast niemand. Aber man sollte das auch aus einer anderen Perspektive sehen. Was war die Idee hinter dem Deutschen Bund? Was war seine Aufgabe? Der Bund sollte zwei Dinge. Einmal die Sicherheit und Unabhängigkeit Deutschlands bewahren und andererseits das Gleichgewicht in Europa wahren. Und da muss man sagen, das hat geklappt. Der Frieden, den der Deutsche Bund sichern sollte, der hält fast 50 Jahre lang. Und das, muss man ganz ehrlich sagen, ist ein Punkt, den man ganz dick auf der Habenseite aufschreiben kann. Und außerdem, der Deutsche Bund hat länger existiert als die DDR. Allerdings muss man sagen, gibt es im Inneren keine Entwicklung, keine Reformen. Und als in den deutschen Ländern im Jahr 1848 die Revolution ausbricht, schlagen die Fürsten sie nieder. Der Bund endet schließlich mit einem Krieg zwischen Preußen mit seinen norddeutschen Verbündeten und Österreich mit seinen süddeutschen Verbündeten. Preußen gewinnt und am 23. August 1866 wird in Prag ein Friedensvertrag geschlossen und der Deutsche Bund ist Geschichte. Österreich scheidet offiziell aus Deutschland aus. Wie es mit Deutschland im 19. Jahrhundert weitergeht, dazu mache ich noch ein paar Videos. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt und überhaupt nichts mehr verpassen wollt hier auf dem Kanal, dann abonniert ihn einfach. Und falls ihr Fragen habt, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare und wir kümmern uns dann darum. Versprochen. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.